Wie alt können Menschen eigentlich werden? Das ist fast die wichtigste Aussage hier in diesem Podcast. Ja, wir haben unsere Gesundheit eigentlich zumeist in der Hand. Wenn du jetzt so konkrete Handlungsempfehlungen mitgeben könntest, welche wären das, dass man eben möglichst lange gesund bleibt? Und zusammenfassend gibt es da das sogenannte biologische Alter. Das heißt also, wie alt bin ich wirklich? Wie alt sind meine Zellen wirklich? Im Vergleich zum chronologischen Alter, was eben das Alter ist, nachdem, ich sage jetzt mal, nach meinem Geburtspass. Herzlich willkommen, Irmi. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich würde gerne mit einer Frage reinstarten, und zwar, wie alt können Menschen eigentlich werden? Das ist eine sehr schöne und auch ein bisschen provokative Frage. Da gibt es natürlich unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen dazu. Ich würde sagen, Menschen der Generation so 50, 60, so wie ich es bin, haben eine gute Chance, 100 zu werden. Diejenigen, die heute geboren werden, sicherlich auch schon über 100, wird diskutiert, 120, 130. Es gibt auch ganz provokativ oder postmodern denkende Wissenschaftler, die sogar sagen, es ist langsam die Zeit der Unsterblichkeit gekommen, wie auch immer das dann letztendlich ausschauen darf und was das für ein Leben ist. Spannend. Das bedeutet aber, dass sich das offenbar irgendwie verlängert jetzt, dass die Lebenserwartung steigt. Woran liegt das? Also im Grunde genommen ist es auf der einen Seite, man kann das ja sehen über die Jahre, über die letzten Jahrzehnte hinweg, dass die Lebenserwartung, was wir Lifespan nennen, entsprechend sich weltweit immer weiter vergrößert hat. Also wir haben in Europa beispielsweise zurzeit einen Lifespan von 80 Jahren, während eben die gesunde Phase nur 65 ist. Das hat sich über die letzten, wie gesagt, Jahrzehnte enorm verändert. Und was ist der Grund? Sicherlich die gesundheitliche Verbesserung, wobei es da natürlich auch schon wieder Staaten gibt, wo die Lebenserwartung wieder runtergeht, aufgrund der, wo wir es vermutlich noch später drauf kommen werden, der entsprechenden Volkskrankheiten und der ungesunden Lebensweise. Aber insgesamt weltweit ist die Lebenserwartung über die letzten Dekaden gestiegen. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, ist das eine Sache, die einfach jetzt so statistisch gesehen gestiegen ist, weil jetzt die Lebenserwartung vielleicht in Ländern, in denen die Versorgung noch nicht so gut war, jetzt besser wurde? Oder ist es überall gestiegen? Es ist überall gestiegen. Es kommt mit dem medizinischen Fortschritt, dass wir eben so und so viele Krankheiten, wo man früher krank gestorben ist, heute entsprechend früher diagnostiziert und eben auch symptomatisch oder vielleicht auch kausal behandeln kann. Also das heißt, wir können auf der einen Seite, sagen wir mal das Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wir wissen, dass hoher Blutdruck ein Herzinfarktrisiko ist. Wenn wir den hohen Blutdruck senken, dann haben wir ein geringeres Herzinfarktrisiko. Und wenn man jetzt das Ursächliche noch nimmt, zum Beispiel Bluthochdruck kommt auch, indem man übergewichtig ist. Wenn man dieses Übergewicht reduzieren kann, dann wird man eben gesünder. Es kommen damit wesentliche Tendenzen der Medizin letztendlich als Ursache für die vergrößerte Lebenserwartung in Frage. Auf der einen Seite das Wissen um die Gesundheit, also das ist eine Frage auch der Erziehung von einer Gesellschaft, von angefangen von der Schule bis hin ins Erwachsenensein, und auf der anderen Seite eben der medizinische Fortschritt, der eben bestimmte Erkrankungen, das Risiko einer bestimmten Erkrankung eben zu erkranken, reduziert und damit eben die Lebenserwartung steigert. Könntest du vielleicht dann auch noch ein paar Begriffe voneinander trennen, wie zum Beispiel Lebenserwartung, Gesundheitsspanne, Lebensspanne? Was ist denn der Unterschied zwischen beiden, oder mit was wird sehr oft die Lebensspanne verglichen? Also im Grunde genommen gibt es zwei Begriffe, die wesentlich sind. Ich benutze jetzt auch mal bewusst den englischen Begriff. Das eine ist Lifespan, das ist die Lebenserwartung, die Lebensspanne. Und das andere ist Healthspan, das ist sozusagen die gesunde Lebensphase, die Lebenserwartung, solange man wirklich gesund ist. Und in Europa kann man sagen, zwischen diesen beiden
Lebensphasen liegen 15 Jahre. Also 65 Jahre ist normalerweise durchschnittlich die gesunde Lebensphase und 80 Jahre insgesamt die Lebenserwartung. Und da liegen logischerweise dann arithmetisch 15 Jahre dazwischen, wo viele Menschen, wie man in der Medizin sagt, multimorbid sind. Das heißt, viele Erkrankungen haben und auch damit eine sicherlich reduzierte Lebensqualität haben. Von was hängt ab dann die Lebenserwartung? Von welchen Faktoren? Also ich kann euch das jetzt nicht wissenschaftlich mit einer Studie entsprechend zitieren, da hätte ich mich vorbereiten müssen. Aber ich glaube, im Grunde genommen Hygiene in der Umwelt, in der wir leben, nicht zu viele Noxen, Toxen und so weiter, gepaart mit einer vernünftigen medizinischen Versorgung, am besten einer Präventivversorgung, also einer Vorsorgeversorgung, dass wir nicht immer nur die Krankheitssymptome heilen, sondern oder die Krankheitssymptome bekämpfen, sondern eben auch dafür sorgen, dass man gesund bleibt. Das sind im Grunde genommen die wesentlichen Faktoren für eine Vergrößerung der Lebenserwartung. Und was für eine Rolle spielen die Gene dabei? Weißt du zufällig? Ja, das ist eigentlich ganz gut inzwischen untersucht. Man sagt, zu 30% ist es genetisch und zu 70% ist es epigenetisch. Da möchte ich die Begriffe mal erklären. Also den Begriff, der schaut aber super jung aus, der hat gute Gene. Das ist ja so ein landläufiger Begriff. Das stimmt nur zu 30%. Ja, es gibt Menschen, und man hat die auch untersucht, die eben über 100 geworden sind und die haben bestimmte Langlebigkeitsgene und die kann man auch vererben. Aber im Grunde genommen ist es, wie bei fast allen Krankheiten auch, die Epigenetik, das ist jetzt endlich die Epigenetik, muss man sich so vorstellen, das ist der Schalter an der DNA, der dafür sorgt, dass die Gene abgelesen werden. Und diese Epigenetik ist sehr beeinflusst durch unseren Lebenswandel, durch unseren Lebensstil. Also wer viel Sport treibt, wer sich gesund ernährt, wer ein ausgeglichenes Leben führt, indem er eben auch sich um soziale, mentale und auch spirituelle Gesundheit kümmert, derjenige hat eben auch ein größeres Gesundheitspotenzial. Ist das, genau, das hängt aber das nur für mich zu Verständnis, das hängt auch mit den Gesundheitsspanne, oder? Oder? Also nochmal, also die Gesundheitsspanne haben wir definiert, ist letztendlich insgesamt durch, sage ich jetzt mal, äußere Umstände, Lebenswandel, Wissen um Gesundheit und medizinischen Fortschritt oder medizinischer Versorgung, würde ich das mal definieren. Möchte ich jetzt nicht wissenschaftlich zitiert werden, hätte ich mich vorbereiten müssen. Das Zweite, die Frage eben, was ist die Ursache oder was spielen die Gene für eine Rolle? Kann ich sagen, zu 30% spielen die Gene, zu 70% die Epigenetik. Und die Epigenetik ist wiederum etwas, was eben von dem Lebensstil des Menschen beeinflussbar ist. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir letztendlich, wenn wir unseren Lebensstil verbessern, können wir auch damit unsere gesunde Lebensspanne beeinflussen und damit vergrößern. Gibt es da einen Punkt, ab dem es zu spät ist? Oder kann man in jedem Alter eigentlich nochmal da irgendwie eingreifen und die Gesundheitsspanne verlängern? Also im Grunde genommen gibt es dafür kein Alterslimit, weil dieser Prozess ja entsprechend auch mit 95 funktionieren müsste. Aber er wird vermutlich in einem jüngeren Alter besser funktionieren als in einem späteren Alter, weil eben insgesamt kann man ja Altern als einen chronischen Entzündungsprozess verstehen. Und je gesünder der Mensch ist, desto einfacher wird es auch sein, eine bestimmte Verjüngung, also damit eine Verlängerung der gesunden Lebensspanne eben auch einzuleiten. Du hast vorhin gesagt, dass manche Leute so weit gehen, um jetzt plakativ zu sagen, dass es gar kein Limit geben muss, wie alt man werden kann. Bedeutet das, dass Altern eigentlich ein so eine Art Krankheit ist oder eine Art Fehlmechanismus irgendwie im Körper? Ja, es gibt also David Sinclair, eines der Longevity-Meinungsbildner, hat im Grunde genommen gesagt, it's a loss of information. Also es ist ein Verlust von Information im Körper.
Und das trifft es, glaube ich, recht gut. Also im Grunde genommen gibt es da die 12 Hallmarks of Aging. Und diese 12 Gründe, warum man altert, letztendlich ist es alles basiert auf einem zellulären Informationsverlust. Es funktioniert nicht mehr so gut. Und ob das jetzt die Stammzellen sind, das sind also die Zellen, die letztendlich für den Reparaturmechanismus im Körper verantwortlich sind, oder ob das die Kraftwerke in den Zellen, die Mitochondrien sind, die auch für die Zellteilung dann letztendlich verantwortlich sind, das ist im Grunde genommen immer eine Dysfunktion von vorher funktionierenden Prozessen im Körper, und die führen dann letztendlich zu Entzündungen und eben dann damit auch zum Altern. Und ist das, also vielleicht um da noch anzuknüpfen, ist das vielleicht von der Natur gewollt? Also braucht es das, dass man, dass das alles irgendwann einfach zu sterben hat? Oder ist es sowas wie, so klang das jetzt so ein bisschen, eigentlich passiert Altern eine ganze Zeit lang halbwegs gesund und dann kommt das irgendwie so ins Straucheln und dann klappt das nicht mehr so richtig und dann stirbt man? Das ist jetzt schon fast eine philosophische Frage. Also wir wissen natürlich, dass Menschen in früheren Dekaden wesentlich schneller gestorben sind, wenn man bestimmte Krankheiten, die heute für uns lächerlich sind, wie zum Beispiel ein Blinddarm, ja, das konnte man halt einfach nicht in den Griff kriegen, das konnte man nicht operieren. Und deswegen sind diese Menschen, wenn sie den mit 20 gehabt haben, in der Regel gestorben dran. Das heißt, im Grunde genommen scheint es so zu sein, dass der Mensch von der Entwicklungsgeschichte her da angelegt ist, dass er eben sich vervielfältigt, ja, dass er eben die nächste Generation in die Welt setzt, und dann ist das auch seine große Aufgabe gewesen. Aber ich glaube, vielleicht ein bisschen vereinfacht betrachtet, warum haben die Menschen, die heute auf der Welt sind, die Chance, das schon, sage ich jetzt mal, eben 80 Jahre zu erleben, und warum können nächste Generationen das dann 100 und 120 Jahre erleben, ja, weil der Mensch eben fähig ist, sich durch seine kognitive Funktion zu unterscheiden und dadurch eben auch die Welt gestalten kann, wie wir wissen, nicht nur positiv, sondern auch negativ. Ja, das ist offensichtlich philosophisch betrachtet so gewollt. Es gibt verschiedenste Theorien dahinter, wie wir wissen, die christlichen und die nicht-christlichen Religionen haben da alle bestimmte Erklärungen. Naturwissenschaftlich können wir einfach nur sagen, es gibt einen Alterungsprozess, der kann beeinflusst werden. Heute können wir nicht unsterblich sein, aber es mag sein, dass es wirklich in einer vielleicht gar nicht so weiten Zukunft möglich sein sollte. Und wenn wir jetzt das mit den 30% und 70% uns anschauen, ist das ja in erster Linie einerseits eine gute Nachricht, andererseits aber auch eine Information, wir haben es halt selber in der Hand und sind vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt auch in der Verantwortung, was für unsere Gesunderhaltung zu tun. Und wenn du jetzt so konkrete Handlungsempfehlungen mitgeben könntest, welche wären das, dass man eben möglichst lange gesund bleibt? Also ich glaube, das ist fast die wichtigste Aussage hier in diesem Podcast. Ja, wir haben unsere Gesundheit eigentlich zumeist in der Hand. Und das ist im Grunde genommen deswegen eigentlich so unverständlich, warum so viele, viele Menschen sich darum nicht kümmern. Und ich glaube, noch wesentlicher ist es, wenn man weiß, was eigentlich Krankheit bedeutet. Also ich bin ja Ärztin, ich habe nicht praktiziert, aber ich habe seit 30 Jahren, also ich habe meine 7 Jahre Medizin studiert und war in der Forschung und habe dann die letzten, ja, seit meinem 20. Lebensjahr habe ich mit Medizin zu tun. Und die letzten 30 Jahre habe ich das Medizinwesen reorganisiert, verbessert, habe innovative Behandlungsformen entsprechend verfügbar gemacht. Was man sich nie vorstellen kann, offensichtlich, ist, wie ist es am Ende des Lebens? Wie ist es, wenn man krebskrank ist und die letzten 3 Jahre lebt? Wie ist es, wenn man dement wird? Wie ist es, wenn man
eben eine vollkommene Bewegungseinschränkung hat, was auch immer. Wenn wir uns das in der Phase bewusst machen, wo wir noch gesund sind, dann kann man nicht verstehen, warum nicht jeder darauf aus ist, sein Normalgewicht zu erhalten, Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren. Das sind so eigentlich mit die, würde ich sagen, einfachsten Tipps, wie man seine Gesundheit erhalten kann. Und dann gibt es noch ein paar weitere Tipps. Ja, man sollte vielleicht auch risikoreiche Tätigkeiten lassen. Die haben ein höheres Risiko, dass man eben auch dran stirbt. Ja, don't do the dumb things, ja, wie Sergey Young sagt. Und dann gibt es im Grunde genommen die Möglichkeit, sich da tiefer mit seiner Gesundheit zu beschäftigen. Man kann heute Gesundheit messen, zu einem wesentlich besseren, in einem wesentlich besseren Ausmaß als früher. Also wenn man heute zum Hausarzt geht und sagt, man macht das große Blutbild, dann ist das klingt immer toll, großes Blutbild, aber das ist natürlich nur so ein kleiner Aspekt, aber es werden sicherlich die wesentlichsten Erkrankungen oder wenn was eine Disbalance im Körper ist, wird man dann schon rausfinden, aber man ist dann eben schon krank meistens. Und es gibt eben inzwischen Tests, wie zum Beispiel den epigenetischen Test oder es gibt auf dem Tumor-Früherkennungstest auf einer sogenannten Liquid-Biopsy-Basis, wo man eben Tumorzellen schon so früh entdecken kann, bevor sie eben einen soliden Krebs gebildet haben. Und ich finde einfach es sehr spannend, wenn man Diagnose zu seiner Gesundheit macht und früh genug aufzeigen kann, wo eine Disbalance im Körper ist und daran dann arbeiten kann, als dass man so lange wartet, bis man eigentlich die Krankheitssymptome hat und damit dann eigentlich, man spricht immer im Englischen von Healthcare und wir sprechen von Gesundheitsversorgung, aber was wir eigentlich im Prinzip machen, ist eine Krankheitsversorgung. Wir sehen den Patienten dann, wenn er nämlich krank ist, wenn er Symptome hat. Und dann können wir es meistens noch nicht mehr ursächlich behandeln. Also von daher gesehen ist es ja eigentlich wesentlich wichtiger, eben sich um seine Gesundheit zu kümmern. Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich so für Longevity mich einsetze, weil ich einfach glaube, dass die Gesundheit ein so hohes Gut ist und ein so hoher Wert ist. Und das, glaube ich, der Großteil der Menschen einfach damit, aus welchen Gründen auch immer, nicht vorsichtig genug umgeht. Das würde mich auch wieder auf der Frage ziehen, was ich mir aufgeschrieben habe. Du hast es irgendwie gesagt, dass man auch nochmal die Gesellschaft erziehen muss. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, wie erzieht man die Gesellschaft dann in Richtung Gesundheits, wie du gesagt hast, eben sich um die Gesundheit zu kümmern, bevor es zu spät ist sozusagen. Ich glaube, es sind die üblichen Maßnahmen, so wie wir auch den Kindern gelernt haben, was ein gesundes Frühstück ist, was sie in der ersten Klasse irgendwie gelernt haben in den Volksschulen heutzutage, was man nicht so gelernt hat in den USA. Also ich sehe da einfach auch immer wieder kulturelle Unterschiede. Es ist sicherlich die Aufklärung durch die heutigen Medien, ja, und es ist sicherlich die, also meiner Ansicht nach gehört da auch ein Anreiz dazu in unserem Gesundheitssystem. Ich weiß, dass das vollkommen unpopulär ist und dass die Politiker sich darum nicht kümmern wollen. Aber wenn ich weiß, dass ich in 25 Jahren haben wir doppelt so viel über 65-Jährige in Europa als heute. Und wenn diese über 65-Jährigen genauso krank sind wie die heutigen, dann weiß ich, dass wir unser Gesundheitssystem das nicht mehr leisten kann mit den Beitragen, die wir zahlen. Dann frage ich mich, warum setzen wir nicht einfach Incentives eben, also sozusagen eine Art Bonussystem für diejenigen, die gesund leben. Und ich glaube, dass sich da schon der ein oder andere dafür begeistern würde, wenn er weniger Krankenkassenbeiträge zahlt, weil er eben nachweisen kann, dass er eben fünfmal die Woche Sport macht und dass er ein Normalgewicht hat und dass er nicht raucht und so weiter. Ich meine, die Kriterien liegen ja eigentlich auf der Hand und sie sind auch messbar. Ich finde das sehr spannend, dieses, was du vorhin erwähnt hast, dass man genauer in die Werte reingehen kann und da vielleicht auch Früherkennung machen kann einerseits, andererseits vielleicht auch da eben wieder Handlungsempfehlungen ableiten kann, weil das dann nicht mehr einfach nur generell ist es gesünder, das und das zu machen, sondern wirklich individuelle Medizin oder individuelle Auswertung bestimmter Werte, die dann vielleicht
über das große Blutbild hinausgehen, was ja, glaube ich, auch, wie du schon selber angedeutet hast, irgendwie nur einen Teil abdeckt. Also da kann man ja auch nochmal deutlich mehr testen. Und da hätte ich als erstes eine Frage zu dem Blutbild oder vergleichbaren Tests. Das ist ja immer eine Range, die da angegeben wird, die statistisch schaut, was ist sehr hoch, was ist sehr niedrig. Und wenn man irgendwie dazwischen ist, passt schon. Und wie hilfreich ist das für das Individuum, wenn es um Gesunderhaltung geht? Also jetzt, wenn es nicht nur um praktisch Erkennen von, okay, du bist halt krank. Also ich glaube, die Dimension, also der einzelne Laborparameter und die Range, die wir da in unseren deutschen oder deutschsprachigen Labors haben, das passt schon einigermaßen. Die kann man ein bisschen enger machen und die ist vielleicht ein bisschen weiter, damit nicht zu viel mediziert wird. Aber ich glaube, es ist einfach das, was getestet wird. Also ab einem gewissen Alter würde ich einfach sagen, muss man die Hormone anschauen, die Elektrolyte, die Vitamine und eben die entsprechenden Risikofaktoren für bestimmte Alterserkrankungen. Ob das jetzt Herz-Kreislauf ist, ob das Krebs ist, ob das und so weiter. Und das wird halt nicht so standardmäßig gemacht, weil es auch teuer ist. Und da würde ich dafür plädieren, dass man zumindest den Patienten erzieht, dass er weiß, es gibt eine Möglichkeit, etwas für seine Gesundheit diagnostisch zu tun, also eine Früherkennung, muss er vielleicht selbst bezahlen. Und dann ist es vielleicht besser, dass man diese Untersuchungen mal selbst aus der Tasche bezahlt und darauf auf ein Abendessen oder zwei Abendessen im netten Restaurant verzichtet. Weil letztendlich Gesundheit einfach der höhere Wert ist. Also zumindest für viele Menschen, wenn sie es wissen. Und ich glaube, das ist wesentlich. Und was ich angesprochen habe zum Thema Früherkennung, das war eben dieser epigenetische Test. Das ist im Grunde genommen das Auslesen unserer Epigenetik, die eben durch Lebensstil eben auch beeinflussbar ist. Und dadurch kann man da quasi dieses Methylgruppenmuster, ja, diese Schalter an der DNA, die kann man auslesen und die kann man korrelieren zu auf der einen Seite einer Sterblichkeitswahrscheinlichkeit im Vergleich zu seiner Altersgruppe, zum zweiten zu bestimmten epigenetischen Wahrscheinlichkeiten einer bestimmten Erkrankung, also an Herz-Kreislauf, Krebs und Diabetes zu erkranken. Und zusammenfassend gibt es da das sogenannte biologische Alter. Das heißt also, wie alt bin ich wirklich? Wie alt sind meine Zellen wirklich? Im Vergleich zum chronologischen Alter, was eben das Alter ist, nachdem, ich sage jetzt mal, nach meinem Geburtspass, ja, wann bin ich geboren? Das ist das chronologische Alter. Und ich glaube, das sagt was aus. Menschen, die ein höheres biologisches Alter haben als das chronologische, dann würde ich sagen, 3 Ausrufezeichen. Ich glaube, der Lebensstil muss geändert werden, wenn man denn das Ziel hat, gesund zu bleiben. Ja, müssen tut man gar nichts, aber eine Empfehlung ist es. Die meisten Menschen hängen ja doch sehr an ihrem Leben und auch an einem gesunden Leben. Wir können heutzutage mehr tun und es gibt da auch immer mehr Leute, die sich darum kümmern. Das sehe ich ja auch mit meinem Unternehmen. Wir haben ja ein Longevity-Startup, Neotests, also neotests.com, und wir sehen eben, dass das Interesse an diesen Themen, das ist stetig wachsend. Und es gibt wirklich Menschen, die sich da sehr, sehr drum bemühen, um ein gesundes Leben und das als wie ihr Hobby und auch eine Begeisterung dafür eben in ihr Leben tragen und auch umsetzen. Also ich persönlich tue das auch. Und ich bin jetzt hier nicht der super Askese, der kein Glas Wein mehr trinkt, ja, sondern ich habe einfach Dinge, die sich für mich gut in meinen Lebensrhythmus anpassen lassen habe, die mache ich einfach. Ich schaue, dass ich genügend schlafe. Ich mache jeden Tag Sport. Ich esse relativ vernünftig, viel Obst und Gemüse und versuche auch halte so ein Intermittent Fasting, trinke nicht zu viel Kaffee, Alkohol in Maßen. Das sind einfach so diese Tipps, die eigentlich für jeden, erstmal sind sie bekannt, die waren auch schon vor Longevity bekannt, aber jetzt weiß man es eben noch ein bisschen mehr drum. Und wenn man das einhält, dann kann man, glaube ich, auch ein relativ gesundes, langes Leben auch führen. Und das heißt ja nicht, dass man dadurch spaßlos wird. Also ich bestimmt nicht. Du hast gerade Intermittent Fasting erwähnt. Verzichtest du dann immer auf Frühstück oder Abendessen oder wie machst du das? Ja, ich verzichte auf Frühstück.
Weil das, ich finde, Abendessen ist sozial. Also und wenn ich dann ich lebe in Athen, also deswegen geht man hier ein bisschen später zum Essen. Aber ich eben versuche dann einfach danach 12, also 14 Stunden nichts zu essen. Ich bin 60, also da kann man diese Regel schon so ein bisschen aufweichen. Nicht 8, 16, sondern eben auch 14, 10. Das kriege ich eigentlich jeden Tag hin, oft auch mehr. Und da gewöhnt sich auch der Körper dran. Also da habe ich auch dann keinen großen Hunger in der Zeit. Also das ist kein Problem. Ja, so mache ich es auch ohne Frühstück. Ich würde gerne noch zu dem biologischen Alter was fragen. Kannst du das nochmal einordnen? Weil man kennt diesen Begriff biologisches Alter und man kann sich irgendwie schon denken, dass wenn es unter dem chronologischen oder drüber ist, dass es dann halt entsprechend gut oder eher nicht so gut ist. Aber was bedeutet, also wie wird ein, also so, bedeutet das, dass meine Werte in der normal, also statistisch gesehen in der normalen Range des Alters sind, das mir da angezeigt wird? Also das biologische Alter, wie gesagt, ist jetzt mal von dem wissenschaftlichen Hintergrund, wird eben gemessen, indem man diese Schalter an der DNA, diese Methylgruppen misst. So, und was bedeutet das? Also es gibt sogenannte Longitudinalstudien, das heißt zum Beispiel die Framingham-Studie, da hat man einfach in dem Ort Framingham, hat man von allen Menschen entlang ihres Lebens Blutproben genommen und auch die untersucht und diese Daten festgehalten. Und man hat dann gemessen, und da kommt jetzt der Begriff dieses biologischen Alters und der biologischen Uhr kommt da ins Spiel, hat man gemessen, zum Beispiel Patient X hat eine Methylgruppenmuster gehabt mit 35 und hat mit 60 einen Herzinfarkt bekommen. Und dann hat man geschaut, ob das Methylgruppenmuster genauso bei dem Patienten Y und Z ausschaut, der auch mit 60 einen Herzinfarkt bekommen hat. Und da hat man eine absolut hohe Korrelation festgestellt. Das heißt, Patienten, die und die Konstellation ihrer Methylgruppenmuster mit einem Alter von 35 haben, haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, mit 60 einen Herzinfarkt zu bekommen. Und das ist jetzt ja nicht bestimmend, also das muss ja nicht so sein, weil es ja beeinflussbar ist. Wenn ich meinen Lebensstil ändere, dann kann ich dieses Methylgruppenmuster wieder ändern und damit auch eben gesünder werden und das Risiko wieder runterfahren. Und deswegen finde ich, ist eben die Messung dieses biologischen Alters und diese epigenetische Testung, es gibt auch noch ein paar andere Testungen, ist das eben so spannend, weil man damit eben die Chance hat, seinen Körper, die Disbalance seines Körpers zu erkennen, bevor eben schon eine Krankheit entsteht. Und ich glaube, da liegt die Chance und da liegt auch die Chance von vielen Trackings. Also ich habe hier selbst den Aura-Ring und bin da ein großer Fan davon. Der Aura-Ring misst neben der Schlafqualität, misst er eben die Herzfrequenzvariabilität und den Ruhepuls. Beides sind, bis da auch noch ein paar andere Dinge, beides sind einfach ganz wesentliche Faktoren, um seine persönliche Longevity zu beeinflussen. Also wenn der Ruhepuls zu hoch ist, hat man Stress. Wenn man eine niedrige Herzfrequenzvariabilität hat, hat man auch Stress. Wenn der Schlaf nicht gut ist, also Faustregel, eine Stunde Tiefschlaf, zwei Stunden REM-Schlaf, ist eben die Erholung auch nicht gut. Und das hängt gar nicht immer mit der Länge des Schlafs zusammen. Hin und wieder, wenn man einfach einen guten Tiefschlaf hat, braucht man auch eben nicht so einen langen Schlaf und ist trotzdem erholt. Das kann man natürlich beeinflussen. Ja? Und da gibt es Lebensverhaltungsregeln und man kann auch noch ein bisschen nachhelfen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und das ist letztendlich wiederum entscheidend, wie gesund sein Körper ist. Und das in der Zusammensicht mit dem, was ich vorher genannt habe, ob das jetzt Essen ist oder ob das Sport ist, ob das die mentale Gesundheit ist, ob das die soziale Gesundheit ist, wie viele Freunde habe ich, wie glücklich bin ich, wie bin ich in ein Netzwerk eingebunden oder auch die spirituelle Gesundheit ist. Das macht in der Zusammensicht holistisch eben die Gesundheit aus. Es gibt ja diesen Satz, das, was gemessen wird, wird verbessert. Daher finde ich das mit diesen Tests auch ganz spannend. Mit diesem Ring habe ich selber noch keine Erfahrung. Ich kenne ihn natürlich und auch schon drüber nachgedacht, dass das und diese anderen Tests,
Also ich meine, den hast du den ganzen Tag und Nacht dran, aber bei diesen anderen Tests, wie oft machst du die? Also jetzt unabhängig von deiner täglichen und wöchentlichen Routine, was hast du so, keine Ahnung, einmal im Jahr Blutbild oder was hast du da für Routinen? Genau. Also ich mache einmal im Jahr einfach ein wirklich großes Laborprofil mit den vorher genannten auch Parametern, Hormone, Elektrolyte, Vitamine, alle Risikofaktoren, also wirklich ein ganz großes Blutbild, was man normalerweise so nicht in der hausärztlichen Praxis angeboten bekommt. Ich mache einmal im Jahr einen epigenetischen Test. Ich mache einmal im Jahr eine Früherkennung von diesem Krebstest, ja, und ich denke, dass ich, und dann mache ich halt die normale Präventionsmedizin, also Mammographie. Als Frau gehst du zum Frauenarzt, lässt einen Abstrich machen, internistischen Check-up der Organe. Also das sind also diese Präventionsmaßnahmen, die wir ja auch im deutschsprachigen Raum von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Ganz wichtig, die Darmspiegelung, also zur Vermeidung von Früherkennung von Darmkrebs. Das sind die Dinge, die sollte man machen. Also das ist, also gerade Darmspiegelung ist super wesentlich. Man wundert sich immer, dass Darmkrebs noch so häufig ist, obwohl es diese Möglichkeit gibt. Und ich würde jetzt mal provokativ sagen, dass 95% des Darmkrebses müsste nicht sein, wenn die Menschen die Darmspiegelung machen. Es gibt leider Gottes heutzutage auch schon sehr früh Darmkrebs. Und es wird ja erst empfohlen, ich glaube ab 50 in Deutschland. Aber diejenigen, die nach 50 erkranken, kann ich nur sagen, müssten zumeistens zu 95% vermutlich nicht erkranken, wenn sie es gemacht hätten. Ihr bietet ja, um auf das Unternehmen noch zu sprechen zu kommen, ihr bietet ja so verschiedene Tests an. Vielleicht kannst du da so noch ein bisschen dazu erzählen, was es da für Möglichkeiten gibt und was das bringt und so. Also ich gehe jetzt mal auf das ganz Wesentliche ein. Also erstmal, das ist der epigenetische Test. Das hatte ich schon vorher besprochen, zur Erkennung des biologischen Alters und zur Früherkennung von epigenetischen Erkrankungsrisiken. Dann das Zweite ist, das bieten wir demnächst an, auch einen genetischen Test, der auf die Altersparameter einzahlt. Das Dritte ist ein Mikrobiomtest. Was ist das Mikrobiom? Das ist letztendlich die Bakterienbesetzung des Darms, ja, je diverser, desto besser. Und wir wissen heute, dass ein gesunder Darm ganz wesentlich verantwortlich ist für die Gesundheit. Und ein nicht gesunder Darm, der eben entzündet ist oder der auch bestimmte, nennt sich so Leaky Gut-Syndrom, also das heißt, da gibt es bestimmte Durchlässigkeit des Darms. Damit kommen gewisse Stoffe in die Blutbahn, die eigentlich nicht in die Blutbahn kommen sollten, eben auch verantwortlich sind für, oder es wird diskutiert, dass sie verantwortlich sind, möchte ich mal vorsichtig formulieren, weil die Mikrobiom, Diagnostik und die Auswirkung auf Krankheiten ist erst ganz am Anfang. Aber es wird diskutiert, dass eben zum Beispiel neurodegenerative Erkrankungen wie zum Beispiel Demenz, Alzheimer oder Parkinson eben durch einen nicht gesunden Darm mit beeinflusst werden. Und dafür kann ich auch wieder sorgen. Also ein gesunder Darm, wenn man eben genügend Ballaststoffe zu sich nimmt, dann wird der Darm gesünder. Das wissen wir. Und wenn eben nicht zu viel Zucker genommen wird, wenn nicht zu viel Alkohol getrunken wird, also es geht immer wieder um letztendlich das Gleiche, also sich einigermaßen gesund zu ernähren, ja, was eben heißt, mögliche Toxen zu vermeiden, und zu denen gehört letztendlich auch zu viel Zucker. Deswegen haben wir so einen wahnsinnig hohen Diabetikeranteil in unserer Bevölkerung. So, zu den weiteren Tests, was mir noch ein sehr wesentliches, weil es einfach in Deutschland auch so nicht im Normalfall gemacht wird, die Untersuchung der Hormone, wenn man älter wird. Was heißt das so ab, ich sage mal 45, und zwar bei Männern wie bei Frauen. Die Frauen haben ja mit ihren Wechseljahren einen sehr abrupten Hormonwechsel, wo viele ja auch drunter leiden. Die Männer haben es langsamer, aber genauso einen Hormonwechsel. Und das kann man mit einem Hormontest, was wir auch auf unserer Plattform anbieten, eben gut messen. Und damit kann man auch dann in Maßen Hormonersatztherapie entsprechend des Bildes, des Laborbefundes eben auch anpassen. Und das ist sicherlich eins der besten Longevity-Faktoren. Also die Hormone sind so wesentlich in unserem Körper, und
wenn man die entsprechend eben substituiert im Alter, dann ist man einfach wesentlich vitaler. Ganz kurz noch zu den Tests. Wenn man jetzt die Tests gemacht hat und dann hat man die Ergebnisse, was ist der nächste Schritt? Was fängt man mit den Ergebnissen an? Also wir haben eine medizinische Longevity-Beratung dazu. Und das heißt, ein Arzt erklärt dem Kunden, wie seine Werte sind. Wenn derjenige auch noch andere Befunde hat, können die auch in dieser Besprechung mitbesprochen werden. Und dann in der Zusammensicht gibt es eine Empfehlung, was der Kunde denn tun sollte. Wie lange begleitet ihr eine Person? Im Grunde genommen so lange, wie er möchte. Wir bieten jetzt auch so Abo-Modelle an, sodass einfach der Kunde bei uns einfach über den längeren Zeitraum betreut wird, so von 14 Monaten, kann natürlich auch entsprechend verlängert werden, was im Grunde genommen einfach ist, Test, Nährstoffe, vielleicht Hormone und dann wieder Test, sodass das einfach von der Beratung zu Ernährung, Lebensstil und hin zu den Stoffen, die man eben im Körper ersetzen kann, eine Komplettversorgung und Empfehlung zur persönlichen Longevity darstellt. Du hast vorhin von Nahrungsergänzungsmitteln gesprochen. Ich kriege sehr oft Werbung von so einer Firma, die so Pulver herstellt, in dem praktisch alles Mögliche drin ist und wo es eben heißt, dass wenn man, egal wie man sich halt ernährt, gibt es halt da und da bestimmte Dinge, die dann vielleicht noch nicht ausreichend da sind und damit wird praktisch dafür gesorgt, dass alles irgendwie von den Nährstoffen so ist, wie es sein soll. Was hältst du von sowas? Ja, also ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn zu viel Stoffe in einer Tüte drin sind. Man muss sich vorstellen, die müssen ja auch irgendwie gleich verteilt sein. Und entweder muss man die Tüte immer vorher gut durchschütteln, dass da die Konzentration einigermaßen bleibt, oder ist es überall so wenig drin, dass es so und so egal ist. Also ich finde die getrennte Einnahme von Mikronährstoffen finde ich persönlich besser. Und ich glaube, man braucht auch nicht immer alles. Also die Gabe durch Kapseln, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so angenehm zu schlucken ist, ist natürlich sehr definiert, weil damit immer eine definierte Menge pro Kapsel eben enthalten ist. Und man kann dann natürlich auch gewisse Dinge als Pulver messen und das in sein Smoothie oder ein Getränk entsprechend reingeben, damit es dann auch eine gute Abmessung und damit auch Dosierbarkeit gegeben. Grundsätzlich sind die Nebenwirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln ja eher gering. Das heißt, sie sind gut verträglich und damit kann man natürlich auch, also theoretisch kann man vielleicht mit einer Überdosis auch irgendwas machen, aber da muss man schon so einen halben Beutel, also statt 100 Gramm ein Kilogramm nehmen, dann mag es vielleicht nicht immer so, medizinisch verträglich oder gesundheitlich verträglich sein. Aber wie gesagt, so wie wir es anbieten, dosiert, auch so mit wissenschaftlichen Studien am Menschen oder zumindest im Tiermodell bestätigt, glaube ich, macht Sinn. Und das geben wir eben auch unseren Kunden auf unserer Seite mit den Produkten und dem ärztlichen Beratungsgespräch auch bekannt. Wenn man aber nahrungsergänzende Mittel nimmt in sich, ist es nicht, dass der Körper aufhört, irgendwann das selbst zu produzieren? Oder wie soll man das vorsichtig annehmen? Also bei den Hormonen gibt es eine gewisse Rückkopplung, das ist richtig. Aber bei den Vitalstoffen im Körper, wie zum Beispiel beim NAD oder beim Calcium-Alpha-Ketoglutarat, gibt es das nicht, diesen Rückkopplungsmechanismus. Das wird einfach im Alter weniger produziert. Und bei den Hormonen ist es halt so, dass die letztendlich nicht mehr so produziert werden, ob das die Schilddrüse ist oder ob das jetzt die Geschlechtshormone sind, weil eben durch die alternde Zelle in dem entsprechenden Bereich, wo das Hormon produziert wird, wird einfach weniger Hormone produziert. Und dann ist da auch letztendlich dieser Rückkopplungseffekt nicht mehr so ausgeprägt. Was sind die größten Mythen, die du über Longevity gehört hast? Oder was du denkst, was ist Unrecht und viele sprechen darüber? Ja, ich glaube, der größte Mythos ist, der hat gute Gene, ja, zu 30%. Aber ich glaube, zu 70% haben wir unser Leben eben selbst in der Hand. Und das ist, finde ich persönlich, eine Riesenchance. Ja? Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Also eins ist ja die Gesundheit. Ich denke aber auch, wir sollten, und das ist in dieser deutschsprachigen Gesellschaft, ist das ja wahnsinnig wenig vertreten,
Es gibt eben schon auch was wie eine mentale und eine spirituelle Gesundheit. Und dafür tun wir einfach irre wenig. Und da haben wir auch in unserer Gesellschaft sind wir da sehr wenig gelehrt worden, das so zu leben. Und ich glaube, dass das super wichtig wird. Wir haben eine Zeit, wo wir eine Reizüberflutung von Informationen haben, durch, weiß nicht, wie schnell und wie viele Kanäle und wie viel Messages und wie viel TikTok und Social Media und ich weiß nicht was. Auf jeden Fall ist sicherlich das Leben eines Kindes heutzutage, wie auch unserer Erwachsenen, im Vergleich zu dem, wie es vor 20 Jahren war, so viel schneller geworden und so viel Reizüberflutung, dass ich glaube, dass hierfür ein persönlicher Rückzug als Kompensationsinstrument auch stattfinden muss. Und das ist das eine, also ich spreche da das Thema Meditation an oder Yoga oder also auf jeden Fall persönliche Achtsamkeit seines Körpers gegenüber. Also das habe ich mir persönlich sehr erarbeitet. Also ich gehöre so zu den typischen High-Performance-Menschen. Ja, ich bin immer ein Leistungsmensch gewesen und ich weiß heute, dass ich auf meinen Körper aufpassen muss, ja, weil wenn ich das nicht tue, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass eine Krankheit entsteht, wesentlich größer. Und je älter man wird, desto höher wird dieses Risiko. Und das Zweite ist, dass ich auch zum Stichwort spirituelle Gesundheit, das kannte ich überhaupt nicht. Bin damit in Berührung gekommen. Ich habe einen Lebensgefährten verloren an Darmkrebs. Total mit 62. Absolut dynamischer Unternehmer, super gesund, immer sportlich. Konnte ich mir nicht vorstellen, dass jemand innerhalb von 12 Monaten letztendlich stirbt, vor meinen Augen. Habe natürlich alles unternommen und damit bin ich auch in den Nicht-Schulmedizinsbereich gekommen, als einfach dort keine Hilfe mehr da war. Und da fand ich schon wahnsinnig spannend. Ich war also dann in Indien, habe nicht nur Meditation dort gelernt, sondern habe auch mit vedischen Astrologen gesprochen und habe erfahren, dass es einfach schon Menschen gibt, die ein bisschen mehr sehen als andere. Habe das auch genauso gesehen bei Schamanen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die einfach eine andere Sicht nochmal auf einen selbst haben und auch das, was man macht und das, was man, wie man auch Dinge auflösen kann. Und in dem Fall, um das Beispiel da mal von meinem verstorbenen Pater zu wählen, da wurde mir von einem Internisten, der auch Ayurveda-Medizin macht, wurde mir ein Zentrum empfohlen, wo eben auch Patienten mit Krebs schon wieder ohne Metastasen zurückgekommen sind. Und dieser vedische Astrologe hat gesagt, er muss als erstes mal das Horoskop sehen und dann kann er beurteilen, ob es Sinn macht, dass dieser Patient kommt. Und in dem Fall war es so, dass uns einfach gesagt worden ist, also mir, ich habe es ihm dann auch in diesem Fall nicht so gesagt, das Leben ist aus. Die Konstellation ist so, dass es da um einen friedlichen Tod geht und nicht um mehr. Und ich war dann dort auch und habe dann auch, wollte eigentlich über sein Horoskop mehr erfahren, weil ich wissen wollte, wann diese Phase angefangen hat. Und habe dann letztendlich, das haben sie gesagt, von Toten machen sie kein Horoskop mehr auf. Aber sie können mein Horoskop aufmachen, weil man da in der Regel auch ablesen kann, warum ich das erleben musste. Und im Grunde genommen habe ich ein Horoskop, wo ich eben in meinem, ich sage jetzt meinem Powerhouse, Arbeitshaus, festgesteht, dass ich eben jemand bin, der Unternehmer ist und der Wissenschaftler ist und der eben sich für eine bestimmte Bewegung stark machen möchte. Und dazu gehört dann eben auch, dass ich diese Dinge offensichtlich intensivst an eigener Haut erleben musste und da durchgehen musste, um einfach noch besser zu verstehen und auch dafür vielleicht auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung erwecken zu können, was es bedeutet, für seine persönliche Longevity verantwortlich zu sein und was man da eben auch dafür tun kann. Also in dieser vedischen Kultur nennt man das to live your Dharma, also deine Vorbestimmtheit leben und damit in Einklang sein. Und das ist mir damals sehr bestätigt worden. Und deswegen sage ich auch immer, dass Longevity, dieses Thema ist für mich eine Herzensangelegenheit. Das ist mir richtig wichtig. Ich möchte das Wissen teilen und ich möchte auch teilen, dass man dieses wahnsinnige Leid, was ich gesehen habe, dass man das eigentlich vermeiden kann. Und was ist dieses Leid? Das Leid ist letztendlich
dieses, ja, wenn man dann letztendlich dem Tod ins Auge schauen muss, ist es eine brutale Zeit, sich damit abzufinden. Keiner möchte sterben. Also die meisten finden da nicht sofort ihren Frieden. Also mein Lebensgefährte wollte bis zur letzten Sekunde nicht sterben. Und das Zweite ist aber auch die Umgebung. Also ich habe gelitten, seine 4 Kinder haben gelitten, seine Geschwister haben gelitten, seine Eltern haben gelitten. Ich meine, das ist einfach ein so brutales, so eine brutale Leidenssituation, wo man da durchgeht. Das ist unvorstellbar. Und wenn man das letztendlich mit einer Koloskopie, also einer Darmspiegelung, verhindern kann oder mit einem, sage ich mal, mit einem einigermaßen gesunden Leben zumindest reduzieren kann und wenn man das dann noch weiter betreibt und sagt, okay, ich habe auch noch ein bisschen mehr eine spirituelle Sicht auf die Dinge, dann lebt man da vermutlich immer mehr im Einklang und damit auch glücklicher. Und das hat mir, so schlimm diese 2 Jahre waren, wo ich ihn begleitet habe, ich habe ihn noch als Ärztin palliativ begleitet, zusammen mit einem Palliativmediziner, aber ich habe das alles zu Hause bei mir in meiner Münchner Wohnung, hat das stattgefunden, habe ich halt letztendlich diese Spiritualität für mich auch entdeckt. Wenn man mit sich im Einklang steht, dann wird man auch glücklicher. Ich habe dann für mich gewählt, nach einer Phase, ich habe so ein halbes Jahr habe ich gebraucht, irgendwie da meine Lebensgeister wieder zu wecken. War da schon ziemlich ausgepowert. Es war toll, dass mein Sohn auch bei mir war. Der ist 23, oder heute ist er 23 Jahre, also damals war er 22. Und es hat mir gut getan, da so eine soziale Bindung zu Hause zu haben. Er hat sich auch mit seinem Freund total um mich gekümmert und hat dann, ich wusste, dass es gibt ein gemeinsames Abendessen und auch in dieser Phase, dieser letzten Phase, wo einfach es wirklich sehr schwierig war, war halt einfach immer ein gewisser Rhythmus und eine gewisse Fröhlichkeit dann zu Hause, weil eben auch noch andere Menschen da zu Hause gewohnt haben. Und dann war ich aber irgendwo auch wieder, habe ich mich erholt gehabt, so nach 6 Monaten habe ich zumindest gefühlt, dass ich mich erholt habe und habe dann einen neuen Entschluss gefasst und habe gesagt, ich fange ein Leben hier in Athen an und ich lebe seit Januar auch in Athen, habe auch ein griechisches Projekt, ein Healthcare-Projekt, wo ich also ein Gesundheitsprojekt, was ich hier betreibe und betreibe eben mein Longevity-Startup auch und dieser Wechsel in eine neue Lebensphase, in ein neues Land und wo die Sonne viel scheint und wo die Griechen sind irre freundlich, auch vor allem zu Ausländern auch sehr freundlich, das tut mir total gut. Und das glaube ich, so, dass man so das Leben in Lebensphasen entsprechend erfasst, auch versteht, damit sich selbst ins Reine zu kommen. Ja? Also ich habe eigentlich ein Leben lang einen Partner gehabt. Ich war 20 Jahre verheiratet. Ich war mit meinem letzten Partner über 8 Jahre zusammen. Also das ist im Grunde genommen, da muss man auch wieder sich nach so einer langen Zeit finden, dass man dann alleine ist. Und dass man da auch alleine glücklich ist. Ja, ich bin zutiefst überzeugt, dass es wieder einen neuen Lebenspartner für mich geben wird. Aber den trifft man oder den findet man auch nicht von heute auf morgen. Und dann ist es dann gut, dass man sich selbst findet und dass man auch irgendwie da glücklich mit sich selbst ist. Und ich glaube, das ist mir hier gelungen. Und auch mit den Instrumenten, die ich mir letztendlich da in diesen letzten 2-3 Jahren eben auch gelernt habe und die ich anwende, wo ich auch immer wieder was drüber lese und was mir dann letztendlich gut tut. Vielen lieben Dank. Auch danke, dass du da so einen Einblick gegeben hast und einfach für deine Arbeit so und dass du Menschen darauf aufmerksam machst, was man tun kann, um wirklich ein gesünderes Leben zu leben und vielleicht auch Dinge zu verhindern, die man verhindern könnte. Für die Arbeit ist es, glaube ich, ganz sinnvoll einfach, dass mehr Menschen mitbekommen. Von daher vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier zu sein und auch hier nochmal drüber zu sprechen und mit Menschen zu teilen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, dass da vielleicht auch noch die ein oder andere Person entsprechend nochmal eine Darmuntersuchung macht oder nochmal irgendwie mehr für die Gesunderhaltung sorgt oder vielleicht auch im Umfeld einfach nochmal dafür einsteht, dass die Leute einfach mehr ein Auge drauf haben. Danke. Kann ich nur sagen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und mir die Möglichkeit gegeben habt, weil dazu gehören ja immer 2.
Ja, und oder zu, in diesem Fall drei. Also war ein schönes Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Danke auch.